Wen meinst du? Den meinst du, Simba? Nein, das ist Simba. Das ist doch Mufasa. Nein, nee. Du sollst dir erzählen, was passiert ist. Weißt du jetzt die Geschichte? Nimm mal deine Haare vom Gesicht. Ja. Nimm die Haare bitte vom Gesicht. Hab ich, Mama. Ja. Sonst isst du Haare. Das ist ein Simba. Er ist jetzt ein Großer geworden. Ah ja, okay. Ganz groß. Und Simba hat den... Wer ist das denn? Der Onkel. Der Onkel, wie heißt der? Weiß ich nicht. Scar. Scar? Ja. Und Simba und das ist wieder Simba. Ja. Und der Vater von Simba ist tot, Mama. Ja. Lass dir zeigen. Ich besuche das Tote. Aber hier ist der Simbas Vater. Ja. Ich muss dir zeigen, wo Simba noch lebt. Nee, Simba ist ja nicht tot. Du meinst den Vater, ne? Ja, Simba ist nicht tot. Das ist der Vater. Und das da oben ist immer noch der Vater. Nee, das ist Simba. Simba. Und das ist der Vater. Und das... Warte, ich hol mal Wasser. Hier. Guten Morgen. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr seid besser aufgestanden als ich. Ich bin fix und fertig heute. Mir sieht man das auch. Guck mich mal an, ey. Ich sehe aus, als hätte mich so eine Horde Elefanten erwischt. Ich bin richtig kaputt. Mama, das ist... Ich habe aber heute frei. Das ist Simba. Ja, der ist groß geworden. Erstmal die Kinder hier versorgen und dann Schule und Kindergarten schicken. Und dann werde ich mir einen Kaffee machen und den erstmal richtig genießen. Oh. Mama, und das ist Simbas. Und das ist der Papa von Simba. Mhm. Er wird jetzt klein und wird wieder groß. Ah ja. Du isst nur das, worauf du Lust hast, okay? Ja. Morgen. Aber ich. Was war? 1, 2, 3. Kopfschmerzen? Ja. Kopfschmerzen, Knieschmerzen. Du bist ein Fall für den Arzt. Wie bitte? Du kannst das, ich kann das nicht gerade so kurz einen Gefallen tun. Was ist das? Zeig dir, warte. Ich weiß es nicht. Du musst nicht, aber es würde mich freuen. Ja. Wenn du einmal das hier flechtest und das hier flechtest, damit ich das eindrehen kann und meinen Job machen kann. Also das einmal in 3 Teilen dann flechten, weißt du? Und dann mit diesem kleinen Haarbund dazu bitten. Aber bis ganz nach unten, okay? Dankeschön. Papa, weißt du, was heute für ein Tag ist? Tag der Einzelkinder. Wirklich jetzt. Habe ich im Radio gehört. Na, du Einzelkind, ich gratuliere dir für deinen Einzelkindtag. Und das stimmt. Und da wird gesagt, dass Einzelkinder viel netter mit Menschen umgehen, da sie nicht die Geschwister haben, um die zu ärgern oder dass sie anderen die ärgern können. Und die Einzelkinder sind selbstständiger, weil die keine Geschwister haben, um zum Beispiel zu fragen, kannst du die Schuhe zu binden und schneller etwas lernen. Geh Haargummi bitte, Elisa. Hab ich nicht. Doch, du hast sie genommen. Und schneller etwas lernen. Krass, ne? Ich könnte auch, Mama, mein Zopf könnte ich auch so lassen, ne? Ja, kannst du auch. Oder sieht das nicht schön aus? Doch, das sieht schön aus, sage ich dir immer. Also ich finde Zopf viel schöner an dir als so ein Dutt. Aber ich kann ja die 2 geflochtenen so runterlassen. Ja, kannst du. Das sieht richtig cool aus. Hallo, wir haben heute Matching-Oberteile. Das ist
dein Schlafanzug zur Schule an. Mama, wir sind schon geteilt. Moment, Herr Müller. Meine Güte. Wer Töchter hat, muss Geduld mitbringen, du Einzelkind. So. Oh, guck mal, Schatz, sieht das nicht toll aus? Super. Richtig sieht cool. Sieht das gut aus? Ja, glaub mir. Und ich, Mama? Deine sowieso, deine Zöpfe. So, die sind weg, jetzt gerade aus der Tür. Und ich sehe aus wie Zottel. Ich sehe nicht gut aus, wenn ich morgens aufstehe. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee. Kaffee bis 13 Uhr habe ich erstmal Ruhe. Erstmal mache ich gar nichts. Ich habe zu nichts Lust. Ich weiß nicht warum, wie es euch zurzeit ergeht, aber ich habe zu nichts Lust. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Habe ich das schon gesagt? Ich trinke jetzt einen Kaffee. Und um 13 Uhr gehe ich dann Elisanne abholen. Aber davor mache ich einen Abstecher dann bei Nilane. Ja. Ach, morgens ist das immer so. Die hat das gesagt, nee, die hat das gemacht, dann redet die, dann aber sie lässt mich nicht reden. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt Kaffee. Ungelogen, ich habe noch nichts gebacken gekriegt. Da steht alles noch immer noch da. Ich habe erstmal gar nichts gemacht, aber jetzt muss ich kurz teilweise zum Bahnhof fahren, weil der Bus nicht kommt. Und wir haben schon 9:45 Uhr, ne? So, dann mache ich das mal schnell. Zieh mir mal eine Jacke an. So. Ich bin aber auch zurzeit so ein bisschen ausgelaugt, habe ich so das Gefühl. Ich brauche echt viel Sonne. Ich komme. So, wieso? Was ist denn mit meinem Outfit? Danke für die Schuhe. Jogginghose. Was ist das? Zebrasocken? Ja, ich finde mein Outfit gut. Ich habe damit kein Problem. Es ist kalt. Es ist kalt. Und wieder einmal sitzt Frau Müller im Auto und fährt ihre Kinder irgendwo hin. Wie lange musst du arbeiten? Ich weiß nicht, bis 17, 18 Uhr oder so. Achso. So. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Glaubst du das? Ich sitze da und tu gar nichts. Ist okay. Hä? Ist nicht okay. Ich will eigentlich so viel machen. Mir fehlt einfach die Lust an allem. Ich weiß es. Ich bin müde. Kein Bock. Hä? Manchmal ist das so. Ja. Ich muss sagen, mit Musik kann ich mich gut motivieren. Ich habe die Musik ganz laut, aber wenn ich die jetzt ganz laut habe, kann ich nicht mit euch reden. Die Küche habe ich einigermaßen fertig. Also ich muss sagen, dieser Kraftglanzreiniger, ne, ist ja eigentlich ein Badreiniger. Aber guckt euch mein Spülbecken mal an. Das glänzt ja. Ne? Dafür habe ich das jetzt auch benutzt. Ich habe gedacht, alles, was da im Bad glänzt, lässt auch in der Küche glänzen. Habe ich einfach mal benutzt. Riecht auch verdammt gut. Ich gehe jetzt die Bäder putzen damit. Ach, das ist einfach die tägliche Reinigung. Toiletten und Waschbecken. Und die Dusche mal einsprühen und mal drüber wischen. Das war's. Und dann sauge ich gleich. Da hängen jetzt hier von meinem Sohn die Handtücher. Die müssen weg. Ich kann machen, was ich will. Ich weiß nicht. Entweder habe ich es nicht drauf, denen das beizubringen. Oder die sind einfach echt faul, ne? Echt faul. So, aber mit ganz lauter Musik läuft alles von ganz alleine. Sonst würde ich mich gar nicht motivieren. Da muss ja, ne? So, jetzt sprühe ich das alles hier ein. Ja, und dann hier auch so überall. Da über die Armaturen. Da, ne? Toilette. Auch so. Alles einmal einsprühen. Und dann lasse ich das kurz wirken und dann gehe ich mit dem Schwamm und dann mit dem Lappen und dann ist gut. Ne, das geht ganz schnell. Ich muss ja nicht jeden Tag eine Grundreinigung machen. Ne? Und das Zeug riecht auch verdammt gut. Ne? Ich habe jetzt Elisanne abgeholt. Wir fahren jetzt nach Hause. Nilane habe ich auch gesehen. Mama, darf ich bei dir sitzen? Nee, du kannst nicht vorne sitzen, du musst hinten sitzen. Nein. Ja, doch. Doch, doch. Okay?
Warte, ist so warm, ne? Yes. Komm mal, die hier draußen. Nee, lass die mal an. Setz dich rein. Oh, das ist schon toll. Schon toll, ne? Dein neuer Sitz hier. Guck mal, das ist bequem. Ja. Ja, ne? Jetzt fahren wir nach Hause, ne? Darf ich ein Kaugummi? Kaugummi willst du haben? Kann ich dir geben. Nimmst du dir selber eins? So. So. Nimmst du das bitte? Ich mach mal den Sitz nach vorne. So, dann hast du auch Platz. Lass den mal hängen. So. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Ja. Boah, ist das warm, oder? Boah, ist das warm, ey. So drückend. Hui. Nilane ist auch gut versorgt. Die hat heute Frühjahrsschluss um 3:15. Die geht aber zu Oma. Die will da laufen. Soll sie mal machen. Und ich muss Essen kochen. So. So. Mit wem hast du denn heute gespielt? Mia, Lara. Mia, Lara und mich selber. Und du selber? Sehr gut. Und was gab es denn heute zum Mittag? Milchreis. War der lecker? Yes. Echt? Wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder da. Tada. Und es ist Wochenende. Heute. Wochenende kann jetzt für dich auch starten. Ne? Ja. Ja, kannst mal sehen, du. Paulina war heute nicht da. Ja, ich komm da auch rein, ja. Komm da hier rein. Na du, wie war's? Richtig schön, hat sie gesagt. Ja? Alles gut? Kopfschmerzen weg? Ja. Ja, ist ja gut. Wer ist denn da? Hm? Grillen, ja. Was hast du gefunden? Für den Grill. Ist zwar für. Da kommt der. Ja. Herr Müller, gehen Sie mal weiter. Mir ist warm. Da, gucken wir mal. Geh mal. Ich mach hier zu. Ach so. Wer, wie bitte? Den kannst du reinnehmen. Und? Welchen nehmen wir denn da? 80 und 60. 80 und. 6. 80 hoch. Passt dann? Ja. Ja, siehst du, dann brauchen wir. Ja, ja gut, Boden. Jörg, der kann ja ein bisschen, der muss ja nicht bis zum Boden gehen. Ist das hier 90? Nee, der ist zu groß. Der ist doof, glaube ich. Für Gartenstühle, ja. Nimm den anderen. Ja, siehst du? Passt. Ja, top. Passt. Ganz für alle. Wieder eingespart. Ja. Oh. Macht nichts. Mama, ich fahre jetzt ohne Hände. Aber das darf ich eigentlich nicht. Siehst du, wo fährst du hin? Ja, da, wo du nicht hin willst, ne? Bitte nicht. Bitte. Oh. Guck, ich habe aufgepasst. Guck. Ich sehe das. Mama. Tschüss, Elisabeth, wo gehst du hin? Ich gehe nach draußen. Ja, dann mach das. Ich muss mal sagen, wir sollen mal nicht unten immer die Essensreste stehen lassen. Dann kann man nämlich auch Tiere im Keller. Ja. Ja, Schatz. Ich weiß schon. Und es fehlen 12 Wasserflaschen. Oben sind 2 bei Nilay. Ja, sind dann 4. Die bringt die noch runter. Fehlen immer noch 10. Dann ist im Auto noch. Also Nilay hat noch 2 Flaschen oben. Ja, ich habe eine im Auto. Ja, dann ist wahrscheinlich oben ein oder 2 zu viel bei im Schlafzimmer. Ja. Kann sein. Also wird schon auftauchen, die gehen nicht weg. Therese hat bestimmt ganz viel. Ja, der hat bestimmt noch mehr. Was suchst du? Hier sind doch Taschentücher. Hier. Für was denn? Den in der Nase. Oh Mann, ich muss wohl das Salz nehmen. Hier, die Dinger habe ich gespült für Elisa. Die hatte da noch Nudeln und alles zugeklebt. Nee, die gehören der Küche. Alles mit
Essenszeug. Ich muss pulverig Salz nehmen. Das hilft. Pulverig Salz. Wer kennt das? Bestimmt viele von euch. Hier. Pulverig Salz. Das rettet öfters sehr oft mein Leben. Wenn ihr Sodbrennen habt, Übelkeit habt, sofort Pulverig Salz. Also die günstigste Variante, ich glaube auch sanfte Variante. Ich habe so oft mit dem Magen zu kämpfen, ey, das rettet mir oft mein Leben. Wer nutzt das noch von euch? Schreibt mir mal. Wer hat auch so Probleme? Ich nehme nur das. Das ist echt Wundermittel. Für mich. So. Essen habe ich jetzt hier schon mal fertig. Was heißt fertig? Noch nicht gekocht, aber jetzt köchelt das vor sich hin. Tase Fasulje. Frische Stangenbohne. Dazu mache ich, glaube ich, Nudeln. Das essen die sehr gerne. Und dann ist gut. Ich habe sogar oben, ich habe in meiner Tasche eine, so eine, das ist für meine Arbeitstasche. Dann habe ich oben im Schlafzimmer, manchmal kriege ich sogar nachts Sodbrennen und Magenprobleme. Also ich habe überall was Schnee stehen. Das rettet mir ständig das Leben. Elisan hilft so ein bisschen. Papa. Papa schneidet ein paar Äste und was so. Wir haben ein Fliegengitter, deswegen sieht das so komisch aus. Oh Gott, guck mal, mein Fenster muss geputzt werden. So, die Nudeln habe ich gekocht. Das Essen muss ja noch. Aber ich werde mir jetzt was Separates machen. Ich habe da noch Salat. Den werde ich mir zurechtschneiden und dann mit den Nudeln mischen. Das ist so meine Lieblingsmahlzeit. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Damals hat meine Mutter sehr viel gearbeitet und wir haben es echt nicht einfach gehabt. Meine Mutter hat es nicht einfach gehabt mit 3 Kindern und arbeiten und uns großziehen. Und manchmal hatten wir es echt nicht einfach und sehr wenig. Und wenn mal wirklich nichts da war, dann hat sie halt Nudeln gekocht und einen grünen Salat geschnitten und dann Spaghetti mit Salat gegessen. Ich sag's euch, das ist so lecker, ne? Das ist so lecker. Das sind so Kindheitserinnerungen, ne? Das ist lecker, das mache ich mir jetzt. So, jetzt habe ich mir meinen Salat geschnitten. Ich habe da jetzt keine Tomaten und so reingetan, brauche ich nicht. Da ist eine Frühlingszwiebel und Salat, Olivenöl, Salz, bisschen Zitrone noch und jetzt rühre ich das um. Eigentlich hat meine Mama immer da Spaghetti reingemacht. Aber ich mache da jetzt keine Spaghetti, weil ich habe jetzt diese Nudeln gekocht. Also ich habe da wirklich jetzt Hunger drauf. Das ist einmalig. Wir essen das heute noch gern, ne? Meine Geschwister, meine Mutter, das war halt, wenn mal nicht so viel Geld da war zum Einkaufen, hat meine Mutter das gemacht. Und wir Kinder haben das gegessen. Wir haben es geliebt. Und gesund ist es auch. So. Ungesund ist es nicht. Und ihr könnt mir glauben, ich hatte keine leichte Kindheit. Und meine Mutter hat es auch nicht leicht gehabt in ihrer Ehe, in ihrem Leben. Wirklich. Ist eine sehr starke Frau. Ich glaube, meine Stärke habe ich von ihr. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass sie meine Mama ist. So, guckt mal. Ein bisschen Salz noch. Ich werde das noch ein bisschen schärfer würzen. Ich liebe es. Dieser Geruch, das erinnert mich so an Kindheit. So sieht's aus. Genauso. Und das esse ich jetzt. Mit Spaghetti noch besser, ne? Mit Spaghetti. Himmlisch. Das müsst ihr ausprobieren. Das ist so lecker. Ich esse jetzt in Ruhe, weil ich möchte nicht so spät essen. Das Essen ist ja noch nicht fertig, aber ich kann schon mal essen. Das ist so lecker.
Und super leicht. Also wenn ihr nichts wisst, was ihr machen sollt und ihr habt kein Geld. Es kann immer mal sein, dass man mal nicht so viel hat. Ein Kopfsalat, Nudeln kann man immer holen. Muss noch nicht mal Tomaten und alles rein. Öl, fertig. Lecker. Lecker. Warte, ich dreh das mal. Und? Nee, Elisa, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann können wir Fahrrad fahren gehen. Und ich überfordere die jetzt mal nicht, ja? Ei! Ja, kannst du schon. Ja, toll! Toll! Ah, die Größe ist auch gut. Keine Angst, Papa ist da. Siehst du was? Durch deinen Rock siehst du nicht, wo die Pedale sind. Und die Dings ist auf jeden Fall noch zu... Ja, bremsen, toll. Toll, Nelisan. Toll. Aber so schnell kann ich auch... Das macht nichts, ganz langsam. Aber nicht so schnell kann ja, toll. Toll. Oh. Und guck mal, so macht man das. Ja, toll. Feder. Ja, wenn du hier übst, dann kannst du lernen. Und dann kannst du deine Puppe hinten hinsetzen. Kann jemand eine Puppe holen? Ja, erstmal musst du lernen. Ne? Erstmal musst du fahren lernen. Anschieben? Bevor du eine Puppe mitnimmst. Ganz toll. Toll. Gut. Fahrrad gefahren. Was hast du? Ich bin Fahrrad gefahren. Weiß ich, hab ich da gesehen. Hast du toll gemacht. Also wenn du das lernen könntest. Und ich habe einmal ohne Mama. Bitte? Ich habe einmal ohne losgelassen. Und ich bin nicht einmal umgekippt, als ich meine Hände losgelassen habe, beide. Dann bin ich nicht einmal umgekippt, Mama. Da musst du aber aufpassen, ne? Das darf man ja nicht, ne? Ja. Unbedingt, Elisan, Hände waschen, Schatz. Ich mache das. Elisan, Hände waschen. Bitte. Ich muss mein Fahrrad waschen. Ja, musst du auch machen. Mein Fahrrad wasche ich auch. Was? Hast du alle deine Süßigkeiten gebracht? Ja. Oi. Und Taubenbons. Drei. Oh ja, warte mal, wir gucken mal. Boah, ich esse jetzt eine Cola-Flasche. Darf ich auch eins haben? Okay. Was hast du denn hier? Warte mal, hier müssen wir erstmal gucken, was ist denn hier drin? Mama, ich mach schon mal die Süßigkeitenbons. Warte, Gummibonbons. Ah, guck mal, hier ist kein Gelatine drin. Ja. Kann ich einen probieren? Nein! Von denen? Blauen? Ah, komm, Papa darf auch. Oh, das ist Cola. Oh, Elisand, darf ich von den Papa-Troll? Ja! Oh, die sind ohne Gelatine hier. Ja, guck mal. Papa, komm. Wenn man gut gegessen hat, darf man auch naschen. Ja, dann darf man die ganzen Süßigkeiten. Hat Elisan alles zu Feiern bekommen? Ja. Und das reicht aber jetzt, ne? Wir essen noch die. Und dann ist okay. Und die tun wir weg. Nee, mein Zimmer oben. Versteckst du die? Geh, bring die mal hoch. Hier, aber nicht ohne Erlaubnis essen. Versprochen? Versprochen? Nur mit Abmachung. Sehr toll. Komm, bring die hoch. Gib's aber nicht deiner Schwester. Die hat schon. Okay? Toll. Ich nehme mal noch ein paar, sonst ist sie zu viel. Ja. Die hat, die macht, Schatz, die macht die Packung nicht auf. Hast du hochgebracht in dein Zimmer? Mhm. Mhm. Aber du musst fragen, ne, wenn du die isst, ne? Drei. Die gehören dir. Ich will keine mehr. Die darfst du essen. Okay. Siehst du. Die sauren sind auch lecker. Willst du? Oh ne, ich bin jetzt satt, Schatz. Ich mag nicht mehr. Okay. Dann geh du Pimbusumke. Ich hab mit dir geteilt. Noch.
Oh! Ich hab mit dir geteilt. Schäker, Bugis, Schäker! Ich hab mit dir geteilt. Ja, das finde ich ganz toll. So, wir gehen jetzt Nilane abholen bei meinen Schwiegereltern. Es ist schon 5 Uhr. Freut sich die Oma auch, wenn sie Elisan sieht. Nehme ich sie jetzt mit. So. Ich mache mal ein bisschen Fenster auf, ne? Auf. Warte mal, Elisan, ich guck. Ah, meine Tür ist auf. So. Meine Tür war auf. Guck dir das mal an. So. Weiter geht's. Kennst du die Klingel von Oma und Opa? Ja, dann klingel mal. Guck, was da steht. Ja, okay. Oma und Opa. Oma und Opa steht da? Ja. Dann halt mal die Tür auf. Hier. Dann gehen wir. Na, Madame, wie geht's? Chillst du dein Leben? Hm? So, du kannst zaubern. Simsalabim. Nochmal. Simsalabim. Ui. Ganz toll. Eine tolle Puppe. Tu die doch mal wieder zurück. Die bringen mich jetzt gleich. Ja, wir bringen sie mal wieder zurück. Ja. Schon, ne? Alles klar bei dir? Schön. Du siehst müde aus. Ja, ich bin kaputt. Kaputt? Schule hat mich auseinandergenommen. Warum? Doppelstunde Mathe. Ui. Mama, fahr los. Nee, wir warten jetzt noch auf Abla. Nee, ich höre jetzt meine Musik. Ich höre immer nur eure. Jetzt auch von nach Hause fahren. Nee, Mama, du hattest gerade schon als der Rückfahrt. Elisan, du kannst gerne zu Hause das Lied hören. Ich möchte auf dem Rückfahrt jetzt mal nur meine Musik hören. Ich höre immer nur andere Musik. Du bist blöd. Ah. Aber eben gerade, hat es dir da gefallen, meine Musik? Nein. Ach komm. Nicht gut. Dir geht's gut, ne, Elisan? Nein. Ah, ich mach deine Tür richtig zu. So, ab geht's nach Hause, ne? So. Und los geht's. So. Nochmal rückwärts hier. Ne? Aber geht nicht nur juckt immer. So, jetzt müssen wir einmal drehen. Dann drehen wir uns. Was ist das? Ach, guck mal, Kindergarten. Wie toll der aussieht, ne? Ja. Ich weiß. Deswegen kann Oma ja vom Balkon aus oben Kindergarten kommen. Ja, stimmt. Das stimmt. Mein Sneakband heute ist so clean geworden. Das Türchen bitte hinter mir zu. Vergisst du deine Aufgaben? Sturmklingel? Sturmklingel. Dingel, Dongel, Dingel, Dongel. Und? Dingel, Dongel. Hä? Oh, meine Augen fliegen schon wieder weg. Ja, wegen meiner Schönheit. Wir machen jetzt Humortest. Wir haben in der Schule auch gemacht. Oh, was ist das denn? Wir machen jetzt Humortest. Ey, weißt du was, Papa? Warte. Wir machen einen Humortest. Ja. Wenn er das übersteht, hat er Humor. Wir haben es mit der ganzen Klasse Test gemacht. Papa, komm mal bitte her. Warum geht er jetzt? Papa! Schatz, komm mal, sie macht jetzt ein. Guck mal, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was?
Siehst du das, meine Augen? Papa! Weißt du was, Papa? Ja. Guck mal, warte, warte, warte. Weil sie möchte einen Test machen, weil sie in der Schule auch. Sie will jetzt Humortest machen. Ja, Papa. Ui. Weißt du was, Papa? Du hast einen Fleck. Papa! Boah, Papa, Elisa, sag mal leise. Weißt du was? Papa, geh einfach, geh! Komm, Punkt, komm. Du hast einen Fleck auf den Schuh, guck mal. Ja, ja, guck doch ich mal. Ich hab da keinen Schuh an. Auf den Stoppen. Nee. Guck mal, du hast einen Fleck. Nein, hab ich nicht. Ich mach doch einfach mal mit! Nein, aber ich weiß doch, dass ich keinen Fleck habe. Papa, du hast einen Fleck. Du hast einen Fleck. Spaß, du hast einen Fleck. Erdhumor, Mama Erdhumor, weil nachdem ich gesagt habe, Spaß war nur ein Witz, hat dann jeder aus unserer Klasse danach gelacht und hat getan, als ob es so lustig wäre. Heißt, jeder hat Humor. Ja, dann sieh mal zu, wie du da jetzt runterkommst. Mein Gott. Baby, das ist alles nicht gespielt, das ist alles echt. Das ist alles echt bei uns. Tell me why. Das ist alles echt. I want it that way. Das mache ich, Jörg, Schatz. Das machen wir morgens. Ich stehe ja früh auf. Ich verspreche dir, dieses Wochenende werde ich jedes Mal, wenn ich aufstehe, auch mit den Backstreet Boys zu dir kommen. So, Leute, jetzt singen wir. Hast du deinen guten Musikgeschmack, ne? Jetzt singen wir die Hymne von Sommer. Von Sommer 2024. Werde ich auch dann. Last Christmas, I give you my heart. The very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. And this special person is my mother. Oh, ich kann gar nicht sauer sein. Wisst ihr was? Meine Schwester singt nur Quatsch, die Blöde. Boah, küss. Seht ihr, wie die mich kneift? Elisan? Elisan? Aber ist nicht blöd? Ja, Side-Eye. Side-Eye. Ich sag euch nicht so. Bombastischer. Deine Mutter wollte unbedingt diese Blumen. Blöd. Ja. Oh, die Vase auch. Nee, die habe ich nicht genommen. Das ist mir sogar die Brille, ey. Du gehst jetzt deine Tasche auspacken. Das kennst du mal die Tasche auspacken. Elisa, nee, komm, das ist nicht Aua. Jürgen, so, Vorsicht, hatte Chan von da hier Essenssachen rausnehmen. Und dann musst du deine... Elisa, du gehst in die Richtung. Du gehst dahin und du machst deine Tasche fertig. Erstmal packst du die Tasche aus. Ach, ich hatte gesagt, ich hab Wochenende, ne? Ich bin heute in der Schule so rumgelaufen. Schatz. Schade, dass es keinen Samstag- und Sonntagunterricht gibt. Nee, so bin ich rumgelaufen in der Schule. Du bist so in der Schule rumgelaufen? Ja, weil ich war Hobby drin, aber nur für eine Pause, weil ich habe eine Wette verloren. Meine Freunde so neben mir, ich kenne die denn nicht. Mhm. Ich kenne sie nicht, wer ist das? So, komm uns frei. SRGB. So, wirklich. TSRGB. Anne, die nervt. Das war mir so unangenehm, aber... Man braucht schon angenehm sein. Irgendwie lustig. Tyson B! Wer ist Tyson? Tyson B! Ist ein Boxer. Deswegen haust du mich. Was seid ihr so über? Ich dachte, der sagt Dyson. Dieser Haarföhn. Ach nee, Dyson ist eigentlich ein Staubsauger. Ja, deswegen, ja, daran dachte ich. Gibt's aber auch alles andere. Ja. Kleine Ohren, fliegen und macht das viel. Boah, Mama, mir ist so warm. Ja, dann zieh das doch aus. Elisa geht jetzt schlafen. Wir haben schon 7:10. Und wir lesen zurzeit Susi und Strolch. Hast du deine Socken nicht ausgezogen? Komm, geh mal runter, nicht hier im Bett. Ziehst du bitte im Bad deine Socken aus und dann kommst du? Ja? Ja. Tolles Mädchen bist du. Die ist schon so überdreht, ich muss sie jetzt schlafen legen. Und dann habe ich auch dann... heute fertig. Da bin ich. Ich bin eingenickt. Um 8 Uhr hat mein Mann mich dann geweckt. Und ja, morgen arbeite ich ja nicht. Ich hoffe, das Wetter wird gut.
dass wir das Wochenende so ein bisschen genießen können. Ich hoffe, dass ihr auch ein schönes Wochenende habt und tolles Wetter dazu. Genieß es. Ich werde jetzt hier nichts mehr tun. Ihr kennt mich ja. Auf der Couch lümmeln und türkische Serien gucken, ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, tolles Wochenende. Ja, da möchte noch jemand Tschüss sagen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt alles in die Kommentare. So, und bis zum nächsten Mal. Ciao.